Da soll es einmal darum gehen, wie wirkt man der Verallgemeinerung von schlechten Erfahrungen mit Migranten seitens der Deutschen entgegen, zum einen, und wie kann man Rassismus unter Einwanderern untereinander begegnen? Das ist dann sehr allgemein gehalten. Für die erste Runde hat jeder 5 Minuten zum Sprechen und für die zweite und dritte Runde jeweils 3 Minuten. Und ich würde stoppen jeweils und immer 1 Minute vorher dann sagen, dass man jetzt zum Ende kommen soll, dass wir zeitlich halbwegs rumkommen. Jawohl. Okay, dann darf ich schnell unsere Gäste vorstellen und dann können wir loslegen. Wir haben heute Morgen von Herrn Zieger mitbekommen, dass an seiner Stelle Herr Yalçın Bayraktar teilnimmt. Er ist geboren 1979 und hat 97 sein Abitur in Samsun in der Türkei gemacht. 1998 bis 2003 studierte er Deutsche Philologie, Politikwissenschaft und Medienpädagogik in Augsburg. 2012 bis 2016 war er in Ravensburg erst Integrationsbeauftragter, dann Sachgebietsleiter Migration und dann Amtsleiter für Migration und Integration. Danach hat er von 2016 bis 2018 am Landratsamt Bodensee gearbeitet. Von 2018 bis 20 hatte er in Friedrichshafen die Amtsleitung Soziales, Familie und Jugend. Und seit 2020 ist er in Esslingen Bürgermeister für Ordnung und Sicherheit, Soziales, Kultur, Bildung und Sport. Herzlich willkommen, Herr Bayraktar. Dankeschön. Vielen Dank. Zweiter Gast ist Karimal Buledi. 1995 in Deutschland geboren, machte er 2015 sein Abitur, studiert seither in Stuttgart. Seit 2020 ist er offizielles Mitglied in der ISD, Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Er war bis Ende Februar 2021 im sprechenden Rat des LSBTTIQ-Netzwerk Baden-Württemberg und dort auch Kuratoriumsmitglied. Er ist Teil des Vorstandes der IHS, Initiative Homosexualität, Teil der Schulaufklärung der AIDS-Hilfe in Stuttgart und ab April wird er im Büro für diskriminierungskritische Arbeit in Stuttgart tätig sein. Unser Gast, der gerade nicht anwesend ist, ist Herr Palmer. Da glaube ich, muss man nicht viel vorstellen. Er ist von 93 bis 2000 hat er Lehramt in Tübingen und Sydney studiert. Im Anschluss war er wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Bundestagsfraktion der Grünen und von 2001 bis 2007 Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg für Tübingen. Seit 2007 ist er Oberbürgermeister von Tübingen. Dann haben wir den Herrn Tajedella. Guten Tag, Herr Tajedella. Er ist der Generalsekretär von Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und ist geboren 1962, lebt und arbeitet in Berlin und seit 2016 arbeitet er an der Promotorenstelle Dekolonialisierung und Antirassismus. Und Wir ganz haben. kurz Korrektur, er ist nicht Generalsekretär, sondern Sprecher der ISD. Okay, Entschuldigung, Sprecher Kein der. Problem, alles gut. Herzlich willkommen. Dann haben wir den Herrn Ramazan Selçuk, 63 in Adana geboren, mit 1967 mit seiner Mutter nach Kirchheim gezogen. 79 machte er seinen Hauptschulabschluss, 85 wurde er Schichtmeister in seinem Betrieb. Von 1989 bis 91 besuchte er das Otto-Johannsen-Technikum und wurde staatlich geprüfter Techniker. Seit 96 ist er Lehrmeister und technischer Lehrer an der Fachhochschule Reutlingen. Und seit 2017 ist er Reutlinger SPD-Mitglied im Landtag Baden-Württemberg. Unser Gastgeber ist Herr Dr. Pascal Baader, 1970 in Ulm geboren, 1989 bis 1994 studierte er in Augsburg. Und seit 2020 ist er Oberbürgermeister von Kirchheim. Herr Dr. Bader. Gucken. Herr Rafipo, ganz herzlichen Dank für die Vorstellung, ganz herzlichen Dank, dass Sie an dieser
Veranstaltung heute teilnehmen. Herzlichen Dank an die Redner heute und natürlich an unsere Gäste. Ich hätte Sie natürlich sehr viel lieber in Präsenz empfangen in Kirchheim. Aber jetzt machen wir es virtuell und jetzt bin ich Ihr virtueller Gastgeber und freue mich, dass wir diese Runde heute veranstalten können. Es finden momentan die internationalen Wochen gegen Rassismus statt. Der 21. März ist der internationale Tag für die Beseitigung von rassistischer Diskriminierung. Und jedes Jahr finden viele Veranstaltungen in ganz Deutschland zu diesem wichtigen Thema statt. Im letzten Jahr gab es knapp 2000 Aktivitäten, oder im letzten Jahr ist das meiste leider ausgefallen aufgrund von Corona. Und auch in diesem Jahr ist es natürlich schwierig, solche Veranstaltungen durchzuführen. Die Stadt Kirchheim beteiligt sich erstmalig an diesen Wochen gegen Rassismus. Und ja, es ist natürlich auch in Kirchheim ein wichtiges Thema. Ich habe mein Amt vor ziemlich genau einem Jahr angetreten, am 2. März 2020. Und kurz zuvor, wenige Wochen zuvor, gab es die rassistisch motivierten Anschläge in Hanau. Und ja, ich glaube, wir alle in Kirchheim hätten das nicht gedacht. Wenige Tage später ist auch in Kirchheim einer der Köpfe einer rechten Terrorzelle der Gruppe S verhaftet worden. Und diese Gruppe, die sich über Chats deutschlandweit vernetzt hat, die hat tatsächlich auch Anschläge auf Moscheen, auf Asylsuchende geplant. Und wenn man denkt, man lebt hier ja in Kirchheim, da gibt es solche Themen gar nicht. Also offener Rassismus oder ja auch radikaler Rassismus und Terrorismus, dann wurde man natürlich eines Besseren belehrt. Ja, und wir waren doch sehr erschrocken, dass hier auch in ganz normalen Familien solcher rechter Terrorismus, Rassismus vorhanden ist. Und genau, so viel vielleicht als Einstieg von meiner Seite aus. Ich denke, Jürgen Berger, wir müssen uns ja auch nicht, das ist ja jetzt keine Wahlveranstaltung, wo wir uns immer genau an die Minuten halten müssen. Ich glaube, wir können das ja auch so ein bisschen lockerer, auch vielleicht so ein bisschen wie bei Anne Will, dass man auch mal gegenseitig nochmal Erfahrungen austauschen kann, Fragen stellen kann. Das wäre mir ganz recht. Wir möchten natürlich auch von Ihren Erfahrungen, Erkenntnissen profitieren. Und genau, wär mir recht, wenn wir es einfach auch so ein bisschen lockerer sehen könnten. Gell? So, noch was machen, Pascal. Danke dir. Dann würde ich jetzt an dich, Jürgen, wieder übergeben als Moderator. Also die Idee ist im Prinzip einfach, dass wir reihum den Staffelstab reichen und dass jeder so ein bisschen einfach von seinen Erfahrungen, von seinem speziellen Erfahrungsschatz, das darf gern als persönlich sein letztendlich, so ein bisschen berichtet. Im Wesentlichen geht es uns um die Prävention und dann werden wir sehen. Ja. Aber jeder soll mal sprechen, reihum einfach. Ja. Genau. Nein, alles gut. Ich mache dann auch nicht noch viel, viel länger weiter. Vielleicht noch, was so meine persönliche Erfahrung ist, also außer diesem, was ich gerade geschildert habe, ist, dass Rassismus oft durch Unkenntnis entsteht. Das ist meine Einschätzung. Wenn ich etwas nicht kenne, habe ich Angst davor. Das zeigt sich in vielen Bereichen, nicht nur bei fremden Kulturen, auch bei Veränderungsprozessen in unserer Gesellschaft. Wenn ich etwas Fremdes, das ich nicht kenne, noch nie gesehen, davor habe ich Angst, das lehne ich ab. Und deswegen aus meiner Sicht ist es sehr gut, wenn man transparent ist. In Kirchheim, wir haben einmal jährlich die interkulturelle Woche, wo verschiedene Kulturen sich präsentieren, darstellen, was machen wir. Es gibt offene Moscheen. Und ich glaube, sowas ist ganz wichtig, dass die Menschen reinkommen können, sich eingeladen fühlen, sehen, das ist ja, die basteln ja, jetzt überspitze ich es mal, da werden ja gar keine Bomben gebastelt, sondern die beten, da gibt es eine Schule, die Koranschule ist da, da wird gekocht,
die lachen miteinander. Und das ist doch ein ganz tolles Instrument, um Ängste zu nehmen und um Rassismus abzubauen. Und ich glaube, wenn man solche Modelle, die es, glaube ich, in ganz vielen Städten gibt, wenn man sowas noch stärker unterstützt, ist es aus meiner Sicht etwas, wo man Rassismus sehr schön überwinden kann. Jetzt so viel einfach mal von meiner Seite. Und jetzt würde ich dann an die Gäste übergeben. Jürgen, du moderierst, sagst, wer dran ist, oder? Genau, ich würde reihe um. Wir dachten, dass wir zunächst mit den Bürgermeistern anfangen. Und in der zweiten Runde machen wir es dann andersrum von der Reihenfolge her. Das ist jetzt mein Part, glaube ich, ja? Jawohl. Okay, gut. Ja, vielen Dank nochmals für die Einladung. Kam sehr überraschend, das meine ich auch ernst, denn ich war tatsächlich auch an den Testkonzepten und verschiedenen E-Mails und Post von Beschwerdeträgern dran. Und heute Mittag kam die Information, dass ich den OB vertreten darf. Aber das Thema liegt mir nicht so weit weg, wie es der Kollege vorhin auch anmoderiert hat. Ich habe ja einige Jahre als Integrationsbeauftragter und auch in der Krisenphase 2015 bis 2017, 18 der geflüchteten Menschen natürlich eine aktive Koordinationsrolle gehabt. Und als jemand mit Gastarbeitergeschichte, also Gastarbeitereltern, kann ich natürlich auch einige Dinge erzählen. Ich möchte mich entschuldigen, dass ich jetzt nicht systematisch und strukturiert vielleicht ist, aber wie Sie es gesagt haben, Herr Bader, wenn wir da einfach in Dialog treten, ich finde es so viel angenehmer, wie wenn ich könnte natürlich jetzt auch ziemlich lange Statements halten, aber ich glaube, wenn wir einen Dialog haben und ganz konkret nachfragen und uns austauschen, da haben, glaube ich, alle Teilnehmenden auch mehr davon. Aber Sie haben nach der Definition gefragt. Ist es natürlich, ich könnte jetzt irgendwelche Definitionen wissenschaftlich zitieren, aber ich bin überzeugt, dass wir heute die Definition von Rassismus viel breiter fassen müssen, wie es ursprünglich der Fall war. Heute geht es beispielsweise ja unter anderem nicht nur darum, dass Menschen anhand von äußerlichen Merkmalen alleine diskriminiert werden, sondern auch anlässlich ihres Glaubens, ihrer Kultur oder auch politischer Meinung. Und ich glaube, das ist schon, wir sind schon in einer Zeit, in der das Thema sehr stark aufkocht und wir sehr viele äußere Faktoren haben, seien es verschiedene Krisen, Pandemie, die auch in der Debatte, also wie wir debattieren über diese Themen, sehr gespalten sind. Ich kann vielleicht aus zwei persönlichen Erfahrungen, wann ich das erste Mal das Gefühl hatte, nicht dazu zu gehören, weil damit fängt es auch manchmal an, dieser Prozess der Isolation, also sich nicht oder in der Identifikationsphase. Ich bin im bayerischen Nördlingen aufgewachsen, vielleicht hört man es noch. Einige sagen immer witzigerweise, man hört, dass ihre Eltern aus der Türkei kommen, das R ist nicht türkisch, das ist fränkisch, Schwäbisch, aber das ist auch vielleicht auch eine unbeabsichtigte Diskriminierung, aber das ist immer spannend, deswegen sage ich es. Also im Nördlinger Ries aufgewachsen und habe gerne Fußball gespielt und ich kann mich erinnern, das war glaube ich in der E-Jugend, da ist man glaube ich 19 oder 10 Jahre alt, waren wir irgendwo auf dem Dorf, bei uns, TSV Nördlingen, Klammer auf, Gerd Müller Team, Klammer zu, hatten wir auch einige Kinder, Gastarbeiterkinder. Und einer von ihnen hat einen Gegenspieler gefoult. Und wie gesagt, wir waren dann 9 oder 10 Jahre alt und von außen haben erwachsene Menschen reingerufen ins Feld, die müsste man alle vergasen. Da habe ich das erste Mal mit 9 Jahren mich also ins KZ stecken und vergasen, so sinngemäß, mich mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Also mit 9 Jahren, was das eigentlich heißt und eben nicht dazu zu gehören. Und das war meine erste Erfahrung. Und natürlich in der Jugendzeit, ich glaube, davon können sehr viele ein Lied singen, wenn sie mit 2, 3 Kumpels in eine Disco gehen möchten und ihnen dann letztendlich immer wieder mit Argumenten wie heute nur für Mitglieder oder wir sind voll, nebenbei gehen Menschen rein oder mit ganz banalen Argumenten sie nicht reinlassen. Ich kann mich wirklich an einen Abend erinnern und ich übertreibe nicht, an dem wir von Augsburg, da habe ich studiert damals, von Augsburg bis nach Stuttgart gefahren sind und haben mindestens 8 bis 10, ich habe es nicht gezählt, Diskos besucht,
an denen wir wirklich nur solche Aussagen bekommen haben. Ich habe mich das erste Mal als jemand, der eigentlich sehr ruhig ist und wissen Sie, das entfacht auch eine bestimmte Aggression, also diese Isolation, nicht dazuzugehören, aber nicht nachvollziehen zu können, wieso eigentlich, ja. Und ich habe auch als, ja, nicht als Witz, aber auch mal meinen Ausweis ausgeweist, ich bin doch Deutscher und so, ne? Weil einige gesagt, Türken kommen nicht rein. Und einer war ehrlich, es war ein Tunesier, glaube ich, spielt ja keine Rolle, aber er war vielleicht ein Tick empathischer, deswegen hat er dann gemeint, ja, Sie haben halt eine bestimmte Quote und das ist natürlich Hausrecht. Ich kann mich auch erinnern, dass ich natürlich von jung auf mich nicht beugen wollte und auch bei der Polizei angerufen habe. Die haben mir dann das erste Mal, habe ich von diesem Hausrecht eben gehört und wurde aber auch ausgelacht, ja, am Telefon. Also das sind so Erlebnisse, die prägen einen schon. Das sind zwar jetzt, mögen jetzt sehr persönliche Einzelfälle sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es kein Einzelfall ist, sondern dass viele von uns solche Dinge erleben, tagtäglich. Ich weiß, was das mit einem Menschen machen kann und wenn man nicht den Halt, die Stärke und das richtige Umfeld hat, kann das natürlich auch einen aus der Bahn werfen. Das ist vielleicht eingangs von persönlichen Erfahrungen. Ich glaube, zu den anderen Punkten kommen wir ja gleich. Ich möchte jetzt die Zeit nicht allzu sehr mit eigenem Statement nutzen. Danke. Ja, super, aber vielen Dank auch für die persönlichen Statements. Dann würden wir weitermachen. Herr Ramazan vielleicht? Ja, sehr gerne. Also ich denke auch, es bringt ja jetzt nichts, wenn wir hier so die klassische Definition von Rassismus jetzt hier nochmals runterbeten. Also das wissen wir alle, körperliche Merkmale, ethnische oder nationale Herkunft. Und dann gibt es ja auch den großen Bereich der kulturrassistischen Ideologie, wo man quasi eine Gruppenidentität konstruiert und dann bestimmte Wesensarten zuschreibt den Menschen. Das kennen wir, glaube ich, alle. Und ich habe auch solche Erfahrungen natürlich auch selber gemacht. Und ich glaube, dass wir natürlich immer noch viele rassistische Ressentiments in unserer Gesellschaft haben. Die sind weit verbreitet, wobei ich dann immer sage, ich lebe seit 67 Jahren in Deutschland und habe noch die Zeit mit Filbinger als sehr junger Mensch, aber politisch interessierter Mensch erlebt. Und in dieser Perspektive, also wenn ich jetzt zurückschaue, muss ich sagen, hat sich doch einiges getan. Und ich bin auch immer sehr, sehr vorsichtig mit so Begriffen, dass man dann gleich jemanden, also Rassist oder so nennt. Man erlebt es, also ich würde dann, wenn ich manchmal so Geschichten erzähle, was mir schon begegnet ist, dann fragt man mich, ja, das war ein Rassist. Und ich sage, nein, das glaube ich gar nicht, aber das ist sehr, sehr vielschichtig. Ich glaube, diese typischen Klischeebilder, wenn man halt jetzt nicht einem typischen Deutschen entspricht, die gibt es und für mich, also ein Beispiel, Wohnungssuche hatten wir schon mal, also ein Beispiel, mein Sohn, der unterwegs war mit Kumpels vor vielen Jahren, wurde von der Polizei angehalten und der Polizist fragte dann, haben Sie was getrunken? Er sagte, ja. Dann musste er quasi pusten. Ja, da war nichts. Ja, Sie haben gesagt, Sie haben was getrunken. Da hat mein Sohn gesagt, ja, Sie haben aber nicht gefragt, was ich getrunken habe. Ich habe Tee getrunken. Na, dann war der Polizist natürlich sauer. Zeigen Sie mir den Ausweis. Und dann sagt mein Sohn, hält er den Ausweis vor sich und sagt, was sind Sie denn für ein Landsmann? Dann sagt mein Sohn, ja, was halten Sie denn vor sich? Das ist ein deutscher Personalausweis. Ja, das zeigt, dass natürlich hier das, was ich auch schon oft erlebt habe und was ich auch von vielen Menschen zu hören bekomme, dass die sagen, Mensch, also erst vor einigen Wochen hat mich ein Bürger kontaktiert, sagt er, ich lebe hier seit
ich weiß nicht, der ist seit 65, lebt er in Deutschland, in Reutlingen, ist mit einer deutschen Frau verheiratet und sagt, also irgendwie, er hat immer noch das Gefühl, er gehört nicht dazu. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr oft der Fall ist, so dieses Subtile, dieser Alltagsrassismus, den man dann halt immer wieder hört. Das sind so Kleinigkeiten, wo diejenigen, die das von sich geben, sich dessen gar nicht bewusst sind. Ja? Ob es jetzt eine Freundin ist, die mich fragt, ach, wie war es in deinem, du warst in deiner Heimat? Dann sage ich, nein, ich war in der Türkei. Oder auch eine nette Begebenheit, Abitursfeier von meiner Tochter. Da kommt, ich war viele Jahre hier Schöffe, kommt ein sehr bekannter Rechtsanwalt, das war schon einige Jahre, ist er sehr heiß, sagt, oh, ist ja heute heiß, Herr Selçuk, ne? Aber Sie sind es ja gewohnt, ne? Dann denke ich, da habe ich nur gesagt, also wissen Sie, ich lebe jetzt schon seit vielen Jahrzehnten hier und ich wüsste nicht, dass wie man Hitze verträgt, dass das irgendwie genetisch bedingt ist. Also das ist oft das, was ich erlebe und ich glaube, wir werden ja da sicherlich noch beim Thema Schule vielleicht noch dazu kommen, dass es ganz wichtig ist, es gibt ja immer diese zwei Perspektiven von den Betroffenen und von denen, die ich sage jetzt bewusst nicht Rassisten, aber von Menschen, die rassistische Äußerungen machen, ohne sich dessen bewusst zu sein. Und deshalb finde ich, ist es ganz wichtig, dass man hier sensibilisiert, dass man klar macht, was ist ein Alltagsrassismus. Und das fängt schon im ganz Kleinen an. Das fängt im Kindergarten an. Und da gibt es auch tolle Projekte. Zum Beispiel meine Tochter, die hat für ihre Kinder, sie ist mit einem Ursprungsdeutschen verheiratet. Und da gibt es zum Beispiel so Kinderbücher, wo dann zum Beispiel auf sowas geachtet wird. Sie glauben gar nicht, was da noch heutzutage an Büchern im Kindergarten rumliegen, wo einfach wo Rassismus quasi noch drinsteckt. Und da, glaube ich, kann man ansetzen. Und wichtig ist, dass man, wie gesagt, auch hier sensibilisiert. Aber ganz entscheidend ist auch, was anzubieten für die Menschen, die von diesen Rassismen betroffen sind. Also wir hatten, also zum Beispiel die Frau Kechaya, die war ja gestern auch bei der Veranstaltung dabei, von der Antidiskriminierungsstelle. Es geht also hier auch um Empowerment. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber ich will es nicht zu weit ausführen. Wir kommen ja noch auf die einzelnen Punkte. Soweit von mir. Darf ich noch schnell Herrn Palmer willkommen heißen? Er ist gerade dazugekommen. Guten Abend, Herr Palmer. Ihr Mikrofon ist aus. Ja, ich wollte nicht stören. Guten Abend. Ich war gar nicht sicher, ob ich es überhaupt noch schaffe. Ich habe gerade eher mit Corona zu tun. Sehen Sie mir das bitte nach, dass ich nicht früher dazu kommen konnte. Ja, super. Da haben wir großes Glück gehabt, Herr Palmer. Bei uns ist es ähnlich natürlich. Wir sind natürlich auch sehr mit Corona beschäftigt. Lernen auch viel von Tübingen. Sind ganz arg froh, dass Sie jetzt dabei sind. Vielleicht können Sie uns ein bisschen an Ihren Erfahrungen teilhaben lassen Richtung Rassismus, wie Sie in Tübingen mit Rassismus umgehen. Sind da besonders gute Projekte im Prinzip? Persönliche Erfahrungen? Also dann sind wir jetzt wahrscheinlich ganz so richtig abgesprochen mit der Vorbereitung. Ich bin jetzt auf sowas nicht eingestellt, sondern dachte, Sie haben eher ein bisschen konkretere Fragen. Ich habe Herrn Selçuk gerade zugehört. Ich kann vielleicht ein paar allgemeine Anmerkungen dazu machen. Das stimmt alles, das ist alles so. Aber ich warne davor, es mit dem Begriff Alltagsrassismus zu bezeichnen. Weil ich Ihnen ehrlich gesagt sage, dann schalte ich ab. Und ich kenne viele Leute, die sich nicht dauernd mit dem Vorwurf des Rassismus beschäftigen wollen und den sich auch nicht, die Show auch nicht anziehen wollen. Wir brauchen hier auf beiden Seiten das Charity Principle. Charity Principle heißt, man nimmt erstmal an, dass der andere es nicht böse meint, sondern man wählt die Interpretation, die Deutung eines Satzes, die erstmal die freundlichste ist dem Gegenüber. Und das heißt, wenn mich jemand fragt, obwohl ich
hier geboren bin, wo kommst du her, dann ist das erstmal Sympathie, Interesse, Offenheit und nicht Rassismus, Abwertung und Ausgrenzung. Und solange wir uns gegenseitig immer irgendwie das Böse unterstellen und das Schlechte und das Negative und alles, was irgendwie ein bisschen schräg läuft, von den einen als Rassismus und von den anderen irgendwie als Respektlosigkeit und so weiter gedeutet wird, kommen wir, glaube ich, nicht weiter mit dem Thema Integration. Sondern Integration erfordert auch so ein bisschen was wie Toleranz, Rücksichtnahme und Offenheit gegenüber dem anderen, auch in die Richtung, die Sie vielleicht jetzt gerade eher kritisch sehen. Wenn Sie die Diskussion über den Herrn Thierse anschauen, die Identitätspolitik, Frau Schwan, wenn wir uns immer weiter darauf reduzieren, dass wir ethnischen Gruppen angehören und dass daraus dann letztlich Rechte abgeleitet werden, Rederechte, Ansprüche auf Beteiligung, auf Partizipation, dann entindividualisieren wir uns. Das ist die Aufgabe der Aufklärung und des Liberalismus. Und deswegen würde ich daran appellieren, dabei belasse ich es auch an der Stelle, den Rassismus, wo überall er seinen Kopf reckt, entschieden zu bekämpfen, aber nicht den Fehler zu machen, alles, was unter dem Begriff Alltagsrassismus gefasst wird, genauso zu deuten, sondern da eher in den Dialog, ins Gespräch zu gehen, um Verständnis zu bitten, Ich-Botschaften auszusenden. Wenn mir jemand sagt, also wissen Sie, ich verstehe schon, Sie meinen das wahrscheinlich nicht, aber für mich ist das jetzt echt ein bisschen so seltsam, ich schwätze Schwäbisch und Sie fragen mich, woher ich komme, nur weil ich Özdemir heiße, dann hat irgendwie jeder verstanden, oh, das ist jetzt aber peinlich, Entschuldigung, das war eine blöde Frage und dann ist gut. Wenn ich aber antworte, Sie blöder Rassist, wieso fragen Sie mich, wo ich eigentlich herkomme, dann wird er wahrscheinlich im besten Fall sagen, huch, ja, und im schlechtesten Fall wird er sagen, also irgendwie, mit denen rede ich jetzt gar nicht mehr, weil egal wie du das machst, wenn du Interesse zeigst, dann bist du auch wieder irgendwie bloß der Rassist. Das wäre meine Herangehensweise an das Thema, ich weiß nicht, ob das irgendwie zu dem passt, was vorher gesprochen wurde, ich habe ja nur Herrn Seldschuk gehört, aber vielleicht ist es auch... Aber nicht ganz. Nee, nicht ganz. Nur den Schluss. Am Anfang, das ist mir jetzt wichtig, ja. Ganz am Anfang habe ich explizit betont, dass ich selber sehr, sehr vorsichtig mit diesem Begriff umgehe und dass man da sehr vorsichtig sein muss, bevor man jemanden diesen Vorwurf macht. Und Sie haben jetzt nur den zweiten Teil gehört, deshalb klar. Also so war das nicht gemeint bei mir. Dann sind wir auch nah beieinander. Das wär mein Zugang zu dem Thema. Genau. Das, was mich am meisten beschäftigt, dabei, wie gehen wir miteinander um und gehen wir mit einer Vorwurfshaltung in jede Diskussion oder versuchen wir erstmal einander zu verstehen. Okay. Super gut, Herr Palmer, vielen Dank. Haben Sie denn Richtung Prävention in Tübingen nochmal irgendwie was besonders, ein besonderes Projekt oder eine besondere Idee oder eine besondere Herangehensweise, um die Prävention geht es uns ja so ein bisschen jetzt im Eingangsstatement auch. Oder sind Sie mit Corona überbordert jetzt gerade einfach? Also erstens habe ich Corona im Kopf, aber zweitens gibt es natürlich bei uns Projekte, wobei ich jetzt nicht den Anspruch nehmen würde, dass die irgendwie besser oder herausragend sind, als das, was anderswo gemacht wird. Wir haben Schule gegen Rassismus, sind viele Tübinger Schulen mit dabei, ich bin der Pate. Wir haben das Tübinger Projekt Takt, wo regelmäßig Diskussionsveranstaltungen in dem Themenbereich stattfinden. Wir haben so seit ungefähr 10 Jahren diese Cultural Awareness-Schulungen in der Verwaltung, also insbesondere im Ausländerbereich, im Bürgeramtsbereich, wo viele solche Kontakte ablaufen, dass man versucht, Kultursensibilität auch herzustellen, also dass man bei der Verwaltung das Bewusstsein dafür schafft, dass unter Umständen einfach auf der Missverständnisebene ganz viele Konflikte entstehen und die im Vorfeld schon abzufangen, dass die Verwaltung da nicht als allzu diktatorisch wahrgenommen wird, sondern dass man auch damit umgehen kann, wenn da andere Hintergründe im Umgang mit Behörden eine Rolle spielen. Also all solche Themen machen wir auch, aber ich glaube, dass das mittlerweile doch in der Mehrzahl, jedenfalls der Städte, üblich ist. Also wenn ich mit Kollegen spreche, dann habe ich nicht den Eindruck, dass es da noch viele Städte gibt, die das Thema einfach ignorieren oder gar nicht vorantreiben. Vielleicht erwähne ich noch unseren Integrationsrat. Das finde ich eine sehr gute Konstruktion. Der ist eine Mischung aus Fachberatung und Partizipationsgremium, also Gemeinderat und gewählte, ernannte Vertretungen gemeinsam, die sich da regelmäßig über Fragen der Integration austauschen und dann Empfehlungen an die Verwaltung aussprechen. Das wären vielleicht so ein paar Stichworte, wie wir in Tübingen versuchen, im Präventionsbereich, wenn Sie das so nennen wollen, tätig zu sein. Ja, super, vielen Dank. Sie haben eine Beratung im Hintergrund, eine Junge.
Beratung ist gut. Ich muss um die Zeit immer meinen Sohn hüten, weil mein großer Sohn wird ins Bett gebracht und im Homeoffice bin ich dann zuständig für den Kleinen. Der muss aber noch integriert werden, der spricht noch keine Sprache. Alles klar, super. Okay, dann machen wir weiter. Wer ist der Nächste? Herr Boledi fehlt, glaube ich, noch. Er ist da. Ich bin hier. Okay. Immer Rassismus und Rassismusbegriff und Rassismusdefinition, das ist bei mir halt meistens so, wenn ich den Leuten das verständlich machen will, was Rassismus bedeutet, soziologisch, fange ich meistens damit an, den Leuten zu erklären, okay, Rassismus ist ja nicht nur dieser Moment, wo jemand etwas Rassistisches zu dir tut oder sagt, auch wenn er egal welche Absicht er hat, sondern Rassismus fängt da an, wo eine Mehrheitsgesellschaft Vorurteile gegenüber einer Minderheit hegt und dadurch auch ihre Lebensqualität beeinflussen kann. Und ich glaube, was manchmal bei diesen Rassismusdiskursen auch fehlt und auch bei der Rassismusdefinition auch, ist, dass wir uns einfach die Worte einfach auch ein bisschen semantisch angucken, denn früher gab es das Wort Rassismus nicht, in den 1930er, 1920er Jahren, das kam erst etwas später. Und das waren halt meistens schon in der Zeit der Kolonialzeit, denn diese rassistischen Vorurteile oder Bilder, die wir von bestimmten Menschengruppen auch haben, die sind ja nicht von ungefähr, sondern sind schon ein paar Jahrhunderte alt. Und wenn ich den Leuten zum Beispiel beibringen möchte, was Rassismus für Betroffene bedeutet, wie mich, dann ist es halt einfach so, dass Rassismus einfach ist wie viele kleine Sandkörner, die einem im Alltag einfach begegnen und dann wird es halt zu einer ganz großen Wüste an Dingen, die einen überall stören könnten. Probleme dabei, eine Wohnung zu finden oder dass alles auf dem Amt länger dauert. Im Bus sitzt sich niemand neben einen hin. Man wird vielleicht diskriminiert wegen seinem Aussehen oder wegen seiner Haarstruktur. Es wird einem auch offen ins Gesicht gesagt, dass man vielleicht nicht nach Deutschland gehört öfters. Und das bedeutet natürlich auch emotional für viele Betroffene einfach ein Trauma. Und ich meine jetzt nicht Trauma im krassesten Maße, sondern wenn man sich ein Trauma psychologisch anguckt, bedeutet es nichts anderes, als dass ein Glaube, den man hat, in seinem Kern erschüttert wird. Und was Rassismus einfach macht, ist dadurch, dass es jemanden auf ein Vorurteil reduziert menschlich und einem sozusagen karikiert, verliert man manchmal den Glauben an seine eigene Menschlichkeit immer und immer wieder, eine kleine Mikroaggression. Und das ist natürlich etwas ziemlich Schwieriges, denn zum Thema Rassismus ist es halt so, dass ich glaube, dass viele Leute sich nicht geschichtlich mit Rassismus auseinandersetzen wollen, was ich natürlich auch verstehen kann. Was ich mir zum Beispiel wünsche und was momentan auch zum Beispiel auch in Stuttgart gerade passiert, ist, dass afrodeutsche Geschichte aufgearbeitet wird. Und zum Thema persönliche Erfahrung ist es bei mir halt so, ich war zu klein, um mich daran zu erinnern, aber ich weiß, mein Vater hat mir davon erzählt, wie er mal mit dem Kinderwagen mit mir und meiner Mutter, als ich noch ein Baby war, durch Dortmund gefahren ist. Es war ein schöner Sommertag. Und sie liefen halt durch Dortmund und es gibt halt einen großen Rathausplatz, in der Nähe gibt es eine Polizeistation. Und sie liefen halt von der Einkaufsmeile Richtung den großen Marktplatz und dann kamen halt immer mehr und mehr bewaffnete Gruppierungen auf sie zu. Und meine Eltern wussten halt, wo die nächste Polizeistation ist, also haben sie sich irgendwann entschlossen, sich aufzuteilen, weil sie gemerkt haben, es wird langsam gefährlich. Mein Vater hat, weil ich halt noch ein kleines Kind war, und es war ein Sportkinderwagen, den Kinderwagen unter den Arm genommen, ist dann losgerannt mit meiner Mutter zusammen zur nächsten Polizeistation. Sie haben erstmal darin gewartet, bis sich halt der Schlägertrupp einfach abgeflaut ist. Und sie sind halt eine Stunde da drin geblieben, um halt einfach sicher zu gehen und haben von dort aus das Taxi zum Bahnhof genommen, um einfach sicher zu bleiben. Aber das ist jetzt ein extremes Beispiel. Es gibt natürlich auch kleinere Beispiele, wie dass mich Leute zum Beispiel fragen, ob ich gut singen könnte oder dass mir Leute sagen, dass wenn ich zum Beispiel in künstlerischen Sachen begabt bin, dass sie da automatisch davon ausgehen, dass das natürlich mit meiner Herkunft zu tun hat. Und das Problem ist einfach nicht, dass diese Annahmen per se böse sind oder schlecht. Das,
Das Problem ist dabei einfach nur, dass sie vielleicht bei anderen Menschen, die nicht so aussehen wie ich, nicht davon ausgehen, also diese Fragen so in dieser Form nicht stellen würden. Und ich glaube, bei Rassismus ist das große Problem häufig, dass, also so wie ich das meistens erlebe, auch in der Arbeit, dass die meisten Menschen glauben, wenn man ihnen Rassismus vorwirft, dass man ihnen gleichzeitig vorwirft, ein schlechter Mensch zu sein. Und das eine hat nicht automatisch was mit dem anderen zu tun. Nein, man kann jemanden verletzen, auch wenn man gute Intentionen hatte, auch wenn man dieser Person nichts Böses will. Die Verletzung ist natürlich trotzdem passiert. Es geht einfach nur darum zu sagen, okay, hier ist etwas passiert, wir sollten darüber reden und wir sollten gucken, wo es herkommt und wie wir es dann in Zukunft besser machen. Ja, das wäre mein Take dazu. Gut, da hat Taya viel, glaube ich, noch. Della, genau. Vielen Dank. Ja, auch nochmal danke für die Einladung. Und ich kann mich gleich meinen Kollegen natürlich damit anschließen, dass wir insgesamt in der Gesellschaft immer noch ein sehr, sehr verkürztes, sehr verengtes Verständnis haben von Rassismus. Und erst dann, wenn wir dieses Verständnis mal erweitern, auch wirklich so zu erweitern, dass diejenigen, die davon betroffen sind, negativ betroffen sind, auch sie wirklich adressiert fühlen, erst dann können wir wirklich dran gehen, Lösungen zu suchen. Und ich habe ja jetzt gehört von den Vorrednerinnen, dass die Verweigerung oder zumindest der Versuch, sich dieser Debatte so ein bisschen aus dem schlanken Fuß zu machen, indem wir sagen, ja, wir müssen sozusagen aufhören, Dinge sozusagen so anzusprechen, dass die Mehrheitsgesellschaft sich möglicherweise irritiert fühlt. Von Verhältnissen, die aber zum Alltag von Menschen mit Rassismuserfahrung gehören. Also wenn wir zum Beispiel jetzt hören, dass Altersrassismus kein gute Beschreibung wäre von der Situation, dann blendet das eben komplett aus, dass eben Rassismus zum Alltag von schwarzen Menschen, People of Color, tatsächlich ihm gehört. Und wenn wir sozusagen das sozusagen versuchen zu vermeiden, indem wir die Dinge ansprechen, ganz konkret, wie sie sind aus der Perspektive der Betroffenen, kommen wir natürlich auch nicht zur Lösung. Und jetzt hat meine Kollegin ja schon gesagt, dass wir dieses Verständnis von Rassismus, dass das eben reduziert wird auf diejenigen, die mit einer intentionalen Haltung rassistisch handeln, dass dann erst über Rassismus gesprochen wird. Und das Gegenteil ist eben der Fall. Die Mehrheitsgesellschaft oder die meisten Menschen, die rassistisch handeln, liegt eben keine Intention vor, beziehungsweise es ist ja für die Betroffenen eigentlich nicht besonders relevant, ob die jetzt bewusst rassistisch handeln oder unbewusst rassistisch handeln. Fakt ist, rassistisches Handeln muss besprechbar sein, und zwar immer, wie gesagt, nochmal aus der Perspektive derjenigen, die betroffen sind davon. Und ich glaube, wir sind alle gut beraten, die Anlässe, die wir in den letzten 10, 20, 30, 40 Jahren hatten, zum Anlass zu nehmen, auch wirklich zu gucken, also inwieweit ist unsere Gesellschaft tatsächlich nicht nur von rassistischen Verhältnissen oder Denken geprägt, sondern insgesamt von diskriminierendem Denken geprägt. Und inwieweit können wir das sozusagen abbauen, indem wir dann tatsächlich endlich mal anfangen, die Perspektive derjenigen, die betroffen sind, zentral zu machen bei der Aushandlung, anstatt immer zu versuchen zu machen, das möglichst schmerzlos über die Bühne zu bringen. Und da haben wir bei Rassismus von der historisch gewachsenen Macht- und Herrschaftsstruktur müssen wir sprechen. Das heißt also beispielsweise in der Zeit der Aufklärung, die ja auch immer wieder herangezogen wird als ein Vorbild, als eine Blaupause für unsere Gesellschaft. Die Zeit der Aufklärung war eben nicht nur von positiven Dingen geprägt, sondern auch von Männern geprägt wie Hegel und Kant, die ganz maßgeblich an rassistischen Konzepten gegenüber schwarzen Menschen, Menschen afrikanischer Herkunft beteiligt waren. Und diese Bilder haben dazu geführt, dass eben eine jahrhundertelange Kolonisierung der außereuropäischen Kontinente stattgefunden hat. Und die wiederum führt natürlich auch zu rassistischen Verhältnissen und Denkweisen auch in unserer Gesellschaft. Das heißt, wenn wir dann Beispiele nehmen, die wir versuchen klein zu reden, wenn ich gefragt werde, woher ich komme. Natürlich könnte man das erstmal sozusagen beiseite nehmen und sagen, okay, das ist jetzt keine schmerzvolle Frage oder so. Wenn nicht damit einhergehen würde, dass im Grunde genommen hinter der Frage nicht steht eine Neugier, sondern es steht im Grunde genommen dahinter, dass eigentlich in Frage gestellt wird. Und wir sprechen ja immer von typischen Deutschen beispielsweise oder den Bio-Deutschen beispielsweise, wo dann eigentlich im Grunde ausgedrückt wird, dass bestimmte Leute eben nicht dazugehören zur Gesellschaft. Und dieses Vermeiden von diesen Verhältnissen, also darüber zu sprechen oder so, führt eben dazu, dass Dinge eben unbearbeitet bleiben. Das heißt, wir sind in den letzten 35 Jahren als ISD sprechfähig geworden über Rassismus und deutlich zu machen, dass es nicht ein Vorwurf ist gegenüber allen Menschen in der Gesellschaft, sondern dass es ein gesellschaftlicher Prozess sein muss, sich darüber zu befinden. Und da müssen wir natürlich vor allem über die Strukturen und Institutionen sprechen. Auch die sind geprägt von diesen inneren Normen und Logiken, die zu rassistischen Handeln führen. Und auch hier reicht ja ein Blick in die Geschichte, was stattgefunden hat in den letzten 10, 20 Jahren, wo wir deutlich merken, natürlich gibt es ein institutionell verankertes Problem in Deutschland. Und
in der Vermeidung darüber zu sprechen oder so, können wir das Problem auch nicht lösen. Also ähnlich wie unser Innenminister das vor kurzem ja gesagt hat, der eine Studie über Rassismus in der Polizei abgelehnt hat, mit der Begründung, es sei ja verboten und deswegen findet es auch nicht statt. Die Erfahrung von Betroffenen ist eine andere. Deswegen plädieren wir auch dafür, dass wir endlich mal Statistiken brauchen, die die Lebensrealitäten von schwarzen Menschen, POCs, abbilden tatsächlich. Dass wir auch differenzieren, endlich mal zwischen unterschiedlichen Rassismusformen. Also wir sprechen natürlich von antischwarzen Rassismus in erster Linie. Es gibt natürlich aber auch schon, hier ist ja auch schon erwähnt worden, antimuslimischen Rassismus beispielsweise. Also all diese spezifischen Erfahrungen müssen endlich mal besprochen werden, anstatt zu vermeiden und dann vom missverständlichen Einzelfall zu sprechen. Weil das hat in den letzten 20 Jahren nicht dazu geführt, dass Rassismus wirklich abgebaut wurde, sondern wir sehen da in der Gegenwehr sozusagen dieser emanzipatorischen Bewegungen, dass sich eben die Mehrheitsgesellschaft sehr schwer tut damit, sich mit diesem inhärenten Rassismus wirklich umfassend zu beschäftigen. Der Herr Palmer hatte eingangs schon über Rassismus in der Schule ein bisschen erzählt, was sie in Tübingen machen. Ich würde gerne mit der zweiten Runde jetzt starten, wo es ja eben nochmal darum geht, praktisch, was kann man in der Schule tun, im pädagogischen Bereich Richtung Rassismus. Vielleicht könnte Herr Palmer da auch anfangen letztendlich, dass wir ihn auf alle Fälle hören. Also wenn Sie erlauben, würde ich tatsächlich die Chance nutzen, auf Herrn Della zu antworten, weil ich finde, das sind wir im Zentrum der Debatte. Und ich kann Ihnen jetzt über das Projekt Schule gegen Rassismus nicht viel mehr erzählen, als Sie eh schon wissen. Okay. Ich bin an zwei Punkten fundamental anderer Auffassung. Ich halte weder die Betroffenheitsperspektiven-These für hilfreich, noch die These des strukturellen Rassismus, die Sie letztlich vorgetragen haben. Beides wird dem Anliegen, das Sie vertreten und das ich mitvertrete, schaden. Und das will ich gern begründen. Bei der Betroffenheitsperspektive kommen wir zu einem völligen Relativismus. Wenn nicht mehr das Argument zählt, sondern die Person und deren Erfahrungshintergrund bestimmend wird für das Argument, dann ist jede Diskussion zu Ende. Dann muss ich nur sagen, ich fühle mich verletzt und damit ist der andere schuld an der Verletzung. Ob es dafür einen objektiven Erfahrungshintergrund gibt oder ob das angemessen oder gerechtfertigt ist, verletzt zu sein, wird damit praktisch ausgeschlossen. Ich habe damit vielfältig Erfahrungen gemacht und kann deswegen schön aufzeigen, dass das nicht funktioniert. Wenn die Betroffenheitsperspektive lautet, dass mir ständig Rassismus vorgeworfen wird aus allen möglichen Anlässen, wo überhaupt gar kein Rassismus da ist, dann hätte ich ja allein dadurch, dass ich sage, das ist aber unberechtigt und dieser Vorwurf ist falsch, das Recht auf meiner Seite, weil ich bin der Betroffene vom Vorwurf. Das würden Sie, glaube ich, alle nicht gelten lassen, dass ich mich einfach freisprechen kann aufgrund meiner persönlichen Betroffenheit von jedem Vorwurf. Und das muss dann auch für die andere Richtung gelten. Wir müssen dabei bleiben, dass wir alle Individuen sind, die die gleichen Rechte in der Gesellschaft haben. Und es darf keine abgestufte Zuteilung von Rechten geben. Auch nicht entlang einer Diskriminierungsskala, dass alte weiße Männer grundsätzlich, weil sie nicht die Diskriminierungserfahrung haben, nicht mehr mitsprechen können, wenn wichtige gesellschaftliche Fragen verhandelt werden. Das führt in die Irre. Das löst letztlich jede demokratische Kultur auf und macht die Gruppenidentität zum Maßstab der Debatte. Ganz furchtbar, ganz schrecklich, letztlich antidemokratisch, zerlegt die Gesellschaft in sich bekämpfende, rivalisierende Gruppen und ist ganz sicher die Methode, so wie in den USA, in massiv verfeindeten Lagern zu landen und keinesfalls irgendeine Art von Integration zu erreichen. Deswegen bitte keinesfalls die Betroffenheitsperspektive einfordern und zum Maßstab machen. Das kann ein Argument sein, bitte berücksichtige meine Sichtweise, aber niemals der Maßstab für die Entscheidung. Ganz falsch, ganz schrecklich. Ganz abwegig. Und das zweite Thema, der strukturelle Rassismus, ist genauso schlimm. Diese These vom strukturellen Rassismus, die die Intention des Menschen ausklammert und es letztlich alle zu Opfer von irgendwelchen kollektiven Vorprägungen macht, auch völlig antiliberal, auch ganz und gar unvereinbar mit einer offenen Gesellschaft, in der das bessere Argument zählt und jeder sich einbringen kann. Diese Strukturalitäten, denen ich völlig ausgesetzt bin, die anscheinend historisch, kolonialistisch und sonst irgendwas über mich kommen und denen ich mich fügen muss und wenn immer ich die reproduziere, wenn ich das Wort Indianerhäuptling ausspreche, muss ich mich dafür entschuldigen, dass ich Kindheitserinnerungen habe und es darf keinen Südseekönig mehr geben. Leute, ich sage euch, die große Mehrheitsgesellschaft, die ihr doch einbinden wolltet, kann das nicht ertragen. Die geht bestenfalls in die innere Immigration und will von euren Anliegen nichts mehr wissen. Viele werden wütend und ich selber muss auch sagen, ich kann das nicht mehr hören. Wenn Indianerhäuptling zum Vorwurf gemacht wird, ist irgendwas grundsätzlich verrutscht. Das ist eine so vollkommen harmlose, absolut überhaupt nicht diskriminierende historische Begrifflichkeit, die man einfach stehen lassen kann, ohne sich davon verletzt zu fühlen. Und dass es die Indianer natürlich nicht gegeben hat und Karl May und so, das weiß ich alles auch.
Aber das gibt doch keinen Grund, jetzt daraus dann eine Entschuldigungsdebatte zu machen. Das Allerschlimmste ist, wenn man dann immer mit dieser Moralkeule auf die Leute losgeht. Weil es ist eben doch so, dass einem gesagt wird, du bist ein schlechter Mensch, du hast falsche Erfahrungen, du verletzt andere Menschen und die Intention spielt keine Rolle. Da sollten wir wirklich zu einem anderen Verständnis kommen. Es ist absolut entscheidend, ob jemand verletzen will oder das nicht tun will. Und das kann man durch ein Gespräch herausfinden. Und wir sollten wirklich diese Offenheit im Gespräch uns erhalten. Das ist ganz furchtbar, wenn diese beiden Thesen, die Strukturalismus-These und die Betroffenheitsperspektiven-These, wenn die Debatte über Rassismus gestalten, das wird uns zerlegen, das wird uns in immer heftigere Streitigkeiten bringen und die Grundlagen demokratischer Deliberation aushebeln. Davor kann ich nur warnen, und zwar gerade dann, wenn man Rassismus bekämpfen will, weil Rassismus hat eine ganz furchtbare Komponente und da müssen wir alle zusammenstehen. Aber dieses Normieren des Sprachgebrauchs, das Normieren jeden Gedankens, das da mit hoher Moralität vorgetragen wird, ist absolut kontraproduktiv. Und ich könnte jetzt noch Beispiele aus meinem eigenen Leben hinzufügen. Ich mache nur eins davon. Wenn es tatsächlich so ist, dass im Stadtpark von Tübingen ausschließlich gambische Staatsbürger Drogendealer sind, dann ist es einfach nicht zulässig, mir Rassismus vorzuwerfen, wenn ich diese Tatsache benenne, dass das nur schwarzafrikanische Männer sind, die dort sitzen und Drogen dealen. Allein das Beschreiben dieser Tatsache wird als Rassismus zurückgewiesen. Man dürfe das nicht benennen. Es sieht aber jeder. Jeder kann es nachprüfen. Es ist eine Tatsache. Und es gibt dort weder alte Damen noch Nicht-Gambier, die den Drogenhandel betreiben. Und das versuchen auszublenden und dann der Polizei Rassismus vorzuwerfen, weil sie nur die gambischen Drogenhändler kontrolliert und nicht die Dame, alte Dame mit weißer Hautfarbe, die nebenan auf der Parkbank sitzt. Und das habe ich alles erlebt, ständig und wiederkehrend erlebt. Das alles wird als Rassismus diskriminiert beschrieben. Und wenn man Rassismus so definiert, dass absolut korrektes, vernünftiges Handeln auch schon rassistisch sein soll, aufgrund der Strukturalismus-These, dann wird meiner Auffassung nach diese Gesellschaft nicht bestehen können. Dann wird sie jedenfalls keine Chance auf Integration haben. Ich will es aber mal so klar und deutlich formulieren, dass ich dann massiven Dissens in der Strategie habe. Nicht im Ziel, aber in der Strategie. Also überrascht mich tatsächlich, muss ich sagen. Es ist ein Paradebeispiel dafür, dass die Mehrheitsgesellschaft und Teile der Mehrheitsgesellschaft sich gerade immer noch nicht wirklich umfassend mit dieser Thematik beschäftigen. Weil hier geht es nicht um Vorwürfe, es geht auch um es geht nicht um Vorwürfe, es geht auch nicht darum, sozusagen. Einwurf. Dürfen Sie nach mir, der Einwurf, wenn man was sagt, was einem nicht gefällt, ja, dass der sich nicht damit beschäftigt hat, geht einfach gar nicht. Sie haben mir unterstellt, dass Sie mich nicht damit beschäftigt. Ich habe mich 10 Jahre damit beschäftigt, intensiv, und ich lasse mir von Ihnen nicht sagen, ich habe mich nicht beschäftigt, nur weil Sie meine These nicht teilen. So kann man nicht miteinander sprechen. Ich habe Sie doch gar nicht angesprochen. Ich habe gesagt, das ist ein Paradebeispiel, wie die Teile der Mehrheitsgesellschaft immer noch schwer tut, sich mit von Betroffenen auseinander. Nein, das ist es nicht. Ich setze mich intensiv auseinander und ich möchte, dass das auch respektiert wird. Das müssen Sie seit 50 Jahren machen. Ja, und ich seit vielen Jahren intensiv, Sie können das einfach nicht wegwischen mit dem Argument, ich würde mich nicht damit befassen. So kann man nicht miteinander diskutieren. Sie haben meinen Standpunkten widersprochen, ganz vehement, und ich mache das jetzt genauso. Und es muss ja möglich sein, oder so zu sagen, okay, ich habe einen Dissens mit Ihren Positionen und kann das auch begründen. Naja gut, aber dann frage ich mich, warum ich unterbrochen werde. Also nochmal, es ist ein Paradebeispiel dafür, wie sich Teile der Mehrheitsgesellschaft immer noch schwer tut, Dinge anzuerkennen, ohne sich selbst sozusagen beschuldigt zu fühlen. Und das ist genau der springende Punkt. Hier geht es gar nicht darum, jeden Einzelnen in der Gesellschaft unter einen Generalverdacht zu stellen, sondern es geht darum, festzustellen, es gibt ein systeminhärentes Problem in Deutschland, nicht bloß in Deutschland, sondern insgesamt in der Gesellschaft, in der europäischen. Und das lässt sich zurückführen auf kolonialrassistische Erfahrungen. Das lässt sich darauf zurückführen, dass Menschen sozusagen im Alltag für Erfahrungen machen. Und da macht es eben keinen Sinn zu sagen, das kann nicht zentral sein, sondern es muss genau eben deshalb zentral sein, weil sozusagen diejenigen, die eben nicht negativ betroffen sind von rassistischen Alltag beispielsweise, ja darüber nicht befinden können oder so, was Menschen mit Rassismuserfahrung so auch so wahrnehmen. Und ich frage mich, was daran so schwer ist, sozusagen aus der Rolle mal rauszukommen, dass wenn Rassismus angesprochen wird, dass sich Leute sozusagen dann automatisch unter Verdacht gestellt bekommen. Es ist eine Feststellung sozusagen, was Menschen für eine Erfahrung machen in der Gesellschaft. Okay, gut, vielen Dank. Ich möchte versuchen, nochmal aus dem Dialog rauszukommen praktisch, dass wir nochmal eine Runde machen, wobei jetzt die Zeit natürlich schon sehr fortgeschritten ist. Ich würde gerne dem Herrn Bayraktar nochmal das Wort geben, ob er da nochmal was hat dazu.
Ja, ich glaube, wir haben ja beide Positionen gehört. Es macht jetzt gar keinen Sinn, da jetzt sich da zu verkeilen. Wir wollen ja uns darüber austauschen, welche Möglichkeiten gibt es denn? Ich will jetzt nicht sagen, aus der Nummer rauszukommen. Also ich will es mal anders angehen. Also ich glaube, das Ziel ist doch als Prävention gleichberechtigte Teilhabe an den zentralen Lebensbereichen in einer Kommune zu ermöglichen, unabhängig davon, welche Herkunft, ich sage jetzt Hautfarbe, es gibt auch inzwischen Gruppen, die wollen das zum Beispiel nicht hören und so, also Hautfarbe, Aussehen, wäre vielleicht angebrachter Aussehen und Pass, Staatsangehörigkeit, also das zu ermöglichen, das ist doch der Wunsch aller OBs und Bürgermeister und politischen Mandatsträger, den meisten zumindest. Wenn wir die gleichberechtigte Teilhabe in den verschiedenen Bereichen, Sie haben ja Schule genannt, ja, also in den Bereichen Bildung, Sport, aber auch Wohnraum. Ja, dazu gehört auch die Wohnungspolitik einer Stadt. Deswegen sage ich auch mal, Stadtplanung ist Sozialplanung. Ja, also man baut letztendlich besteht, wie es unser OB sagt, ja, eine Stadt nicht nur aus Steinen, sondern aus Menschen. Und dann müssen sie auch überlegen, wie sie ihre Stadtplanung anpassen. Das sind alles so Dinge, glaube ich, die zu einer gleichberechtigten Teilhabe führen können in einer Stadt, die man wirklich monitoren muss. Und wenn man diesen Ansatz, glaube ich, wählt und wirklich auch die Dienstleistungen einer Stadt, einer Kommune bürgerorientiert wahrnimmt und sagt, ja, ich als Dienstleistung quasi, ich sage es jetzt mal auf Schwäbisch, die wolle ja was von mir, also diese Mentalität eben nicht mehr, sondern dass man sagt, ja, ich bin doch da, das Rathaus ist da, weil es die Bürgerinnen und Bürger gibt, sage ich jetzt mal. Und ich habe das immer in Workshops mit Personal vom Ausländeramt, da ging es um Haltung, aber das, nicht, weil es diejenigen waren, die die Ausländer in Anführungsstrichen bedient haben, sondern einfach die Haltung der Verwaltung oft zu sagen, ja, da kommt jemand, der will was von mir, sondern wir müssen sagen, uns gibt es deshalb, weil es den Bürger, die Bürgerin gibt und die Dienstleistung wird angepasst, je nach Orientierung, Bedarf. Und dabei sollten einige Gruppen keine Rolle spielen. Das sollten wir nicht in den Vordergrund schieben. Ich glaube, wenn wir von der Seite kommen, dann werden sich auch einige Probleme besser lösen können. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder, viele in der Region auch das in ihrer Kommunalpolitik auch umsetzen und ganz genau wissen, ich gehe davon aus, dass der Kollege Palmer oder auch Herr Bader genau wissen, wo in welchen Stadtteilen die Bevölkerungsstruktur wie aussieht und welche Vor- und Nachteile das haben kann im Verhalten etc. etc. Und dass man da vielleicht mehr Quartiersmanagement machen muss, mehr Bildung reinbringen muss oder vielleicht den Wohnungsmarkt. Ja, wir reden heute davon zum Beispiel nicht nur von Mehrgenerationenkonzepte, sondern einfach durchmischte Wohnquartiere. Das sind, glaube ich, alles Ansätze, die fahren wir schon. Aber eben nicht mit dem Fokus auf eine Zielgruppe, die diskriminiert wird, sondern eher der positive Ansatz zu sagen, wir müssen die gleichberechtigte Teilhabe herstellen in den Kommunen. Das wäre eher so mein Einsatz. Okay. Jetzt wollte gerade Dr. Bader eigentlich das Schlusswort geben. Jetzt hat er irgendwie rausgeflogen. Herr Dr. Bader? Ich wollte gar nicht das Schlusswort haben. Gottes Willen. Jetzt sind wir doch gar nicht. Wir waren doch gerade in einer super Diskussion. Also ich wollte sagen, ich denke schon auch, das, was Adela gesagt hat, wir haben schon auch ein systemimmanentes Problem. Es gibt, das würde ich glaube schon so sehen, ob das jetzt aus dem Kolonialismus kommt, wo auch immer, das weiß ich nicht, ob das der Grund ist. Es gibt ja doch einige Untersuchungen, die zum Beispiel Diskriminierung bei der Jobsuche, bei Bewerbungen, gibt es einige Untersuchungen, die aufweisen, wenn ich mich mit einem ausländischen Namen bewerbe, da fliege ich immer schneller raus, als wenn ich einen deutschen Namen habe. Und privates Beispiel, mein Schwager ist Türke im Vertrieb. Seitdem er den Namen meiner Frau angenommen hat, also meinen Namen, der heißt jetzt auch Bader, da bleiben die Kunden doch viel länger dran, als wenn er sagt, ich heiße Güven, bin Türke, auch wenn man es nicht hört. Aber allein schon, ich melde mich am Telefon mit einem türkischen Namen. Da laufen die Geschäfte in Deutschland einfach nicht so gut. Auch von daher glaube ich schon, dass wir ein
in irgendeiner Weise ein systemimmanentes Problem haben. Gleichwohl gebe ich dem Boris dir schon recht, wenn man über solche Dinge wie Indianerhäuptling nicht mehr reden kann, das ist, finde ich, Nonsens. Und ich glaube, dass das auch nicht ursächlich ist, so solche Wörter zu verwenden für Rassismus. Das sind schon andere Gründe. Also es war jetzt kein Schlusswort. Alles klar. Entschuldigung, Herr Dr. Bader, ich habe Sie so verstanden. Alles gut. Dann machen wir Reihe um weiter natürlich. Herr Ramazan hat, glaube ich. Ramazan möchte, weil Herr Selçuk. Ja, Ramazan, Selçuk ist egal. Beides sind Vornamen in der Türkei. Ich glaube, das Thema Identitäten, wir haben ja alle verschiedene Identitäten. Und ich möchte natürlich auch nicht auf meine Identität als Migrant nur reduziert werden. Und ich denke, es ist auch wichtig, natürlich habe ich auch Verletzungen erlebt, aber es ist ganz wichtig, dass ich mich nicht in eine Schmollecke zurückziehe und sage, oh, jetzt die bösen Deutschen oder was weiß ich, jemand hat mich rassistisch jetzt beleidigt, sondern wichtig ist, glaube ich, bei aller Kritik, dass man auch das Gemeinsame, das Verbindende sucht. Da bin ich ziemlich nah beim Herrn Palmer, weil wenn ich mich nur auf meine Identität als, was weiß ich, dieser oder jener begrenze, dann fliegt die Gesellschaft auseinander und so funktioniert Gesellschaft nicht. Wichtig ist für mich, also so habe ich habe wie gesagt auch viele Erfahrungen gemacht, aber ich gehe da einfach ganz praktisch an die Sache heran und denke mir, okay, wie kann man das verbessern? Das zum Beispiel, der Herr Bader hat es ja schon angesprochen, Thema, wenn Sie sich irgendwo bewerben und Sie heißen halt Fatma Öztürk, da gibt es Untersuchungen, dann wird halt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden, ist deutlich geringer, wie wenn Sie Petra Müller oder so heißen. Also wäre doch es konsequent, anonymisierte Bewerbungsverfahren durchzuführen. Also ich habe jetzt mit meiner Fraktion in Reutlingen so einen Antrag gestellt. Mal gucken, was der Bürgermeister Hahn dazu sagt. Ich glaube, er ist da nicht so begeistert davon, weil er sagt, oh, Herr Selçuk, das macht doch so viel Aufwand und so weiter. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass sowas wirkt. Oder da heißt, letztendlich entscheidet man sowieso, sage ich, ja, natürlich. Ich erwarte von niemandem, ich will ja niemanden dazu zwingen, dass er Frau Öztürk einlädt oder einstellt. Aber zumindest ihr die Chance gibt, sich vorzustellen. Und vielleicht, und das zeigen auch Erfahrungen, kann der eine oder andere auch da eine Erfahrung machen, dass die Frau Öztürk vielleicht auch ganz gute Mitarbeiterin ist. Also sowas. Dann wurde auch angesprochen, der Herr Bayraktar hat es zu Recht angesprochen, Thema Quartierspolitik. Also ganz entscheidend, meine Erfahrung ist, es muss Begegnung stattfinden. Begegnung, ich glaube, das war der Philosoph Martin Buber, der mal gesagt hat, das wirkliche Leben ist Begegnung. Und das Begegnung bedeutet im Alltag. Also heißt es, wir brauchen natürlich entsprechende Quartierspolitik, dass es eine gute Durchmischung gibt, Ältere, Jüngere mit und ohne Migrationsgeschichte. Und daneben natürlich auch Räume, wo Begegnung stattfinden kann, wo Austausch stattfinden kann, wo man einfach gegenseitig auch Vorurteile abbauen kann. Da denke ich, das ist der einzige Weg, dass man hier dann was verändert. Bei den Schulen, es wurde vorhin angesprochen, Schule ohne Rassismus, das ist ja so ein Projekt, wo quasi jemand mit Migrationsgeschichte so die Schirmherrschaft übernimmt. Ich glaube, wir hatten, gestern war ja der von den Kirchheimer Knights, der Herr Wenzel dabei, der machte, glaube ich, sowas auch, dass also Menschen da in die Schulen gehen. Wichtig ist, glaube ich, dass man hier auch, das habe ich ja vorhin auch gesagt, den Betroffenen auch was anbietet. Frau Kechaya aus Tübingen, ne, zum Beispiel ADS, Antidiskriminierungsstelle, Empowerment, dass man auch Orte, also Räume schafft, wo die Menschen dann auch hingehen können, die Betroffenen, und wo sie dann auch Hilfe finden. Soweit von meiner Seite. Okay, super. Herr Buledi fehlt mir noch dann. Gibt es da mal ein Statement? Ja,
Zum Thema, was man machen kann. Es ist halt so, dass es natürlich so ist, dass es viel Begegnung braucht. Da kann ich mich, Herr Seltschuk, durchaus anschließen. Und ich glaube natürlich, dass es trotzdem dabei immer noch strukturelle Veränderungen gibt. Denn es ist natürlich schwer, an einer Gesellschaft teilzunehmen, wenn man zum Beispiel etwas isolierter wohnt oder wenn man Probleme hat, sich oder beim Amt zu verständigen. Deswegen, also zum Beispiel beim LGBTQ-Netzwerk habe ich mich für die LGBT-Refugees eingesetzt. Und wir haben dafür gekämpft, dass sie zum Beispiel in ihren eigenen Wohnheimen auch selber Wi-Fi haben, damit sie sich auch anderen LGBT-Communities anschließen können und anderen Paaren und Regenbogenfamilien, wenn sie selbst auch einen Kinderwunsch haben. Was wir noch gemacht haben, ist, wir versuchen gerade Fortbildung für Laiendolmetscher auch ein bisschen in die Kurve zu bringen, denn Sprachbarrieren sind natürlich auch ein großes Problem, denn momentan alle, die hier im Raum sitzen, haben keine Probleme, sich zu verständigen, zumindest was die Sprache angeht. Und sich einfach verständigen zu können, um den anderen vielleicht mitteilen zu können, was gerade los ist und was man gerade braucht, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und was auch, natürlich auch wichtig wäre, ist zum Beispiel, dass bei vielen Ausländerämtern es so ist, dass viele Geräte dort veraltet sind, dass bei Ämtern im Allgemeinen sehr viele Geräte veraltet sind, auch im Gesundheitsamt, wie wir in Corona-Zeiten festgestellt haben. Und dass es natürlich bei hohem Arbeitsaufwand, den es einfach bei Asylrecht einfach auch gibt, es natürlich immer auf Kosten der Betroffenen geht, die irgendwelche Anträge brauchen, damit sie zum Beispiel ein Bankkonto haben können, damit sie in die Stadt gehen können, damit sie sich dementsprechend ausweisen können, um zur Schule zu gehen, um ihre Kinder zur Schule zu schicken, damit sie auch die gebürtige Bildung bekommen, die sie auch verdient haben, weil Deutschland ist halt immer noch ein Land, wo sozusagen der finanzielle Status auch über den Bildungsgrad nachher etwas entscheidet. Und da würde ich mir natürlich auch noch Begegnungsstätten innerhalb Stuttgarts wünschen, wo das einfach möglich wäre, dass sich einfach Menschen ohne Migrationshintergrund und mit Immigrationshintergrund einfach treffen. Zum Beispiel hatten wir es bei uns früher in der Stadt so, dass es eine Hausaufgabenbetreuung gab von früheren Studenten, die Migrationshintergrund haben und die dann gewisse Probleme, die zum Beispiel in der Sprachbarriere, die vielleicht Kinder auch hatten, ein bisschen durchbrochen haben und dann auch viel Verständnis gezeigt haben. Und dieser Peer-Bezug hat die Kinder natürlich geöffnet und ihnen gezeigt, hey, siehst du, du bist gar nicht doof, sondern es ist einfach nur, vielleicht brauchst du einfach nur länger, um das zu verstehen, weil bei dir zu Hause wird vielleicht nicht so viel Deutsch gesprochen oder bei dir zu Hause arbeiten beide Eltern, weil sie sonst nicht über die Runden kommen. Wir kriegen das hin. Und das ist natürlich ein guter Bezug. Und nochmal zum Thema von vorhin zurückzukommen, um zu Lösungen zu kommen, ist es natürlich wichtig, dass Betroffene gehört werden, denn diese ganzen Angebote werden für Betroffene gemacht. Deswegen ist es wichtig, dass, wenn Betroffene darüber reden, dass sie zum Beispiel Diskriminierungserfahrung haben, dass sie auch stark ernst genommen werden. Es geht nicht um Betroffenheitspolitik oder Identitätspolitik oder sonstige Sachen, sondern es geht darum, Tatsache Angebote zu finden, die für die Leute gemacht sind, die betroffen sind. De jure ist es so, und dass natürlich jeder vom Gesetz gleich ist, aber de facto haben wir in unserer Gesellschaft viele Ungleichheiten und die müssen natürlich irgendwie sozial strukturiert werden und sozial reguliert werden, damit jeder am Ende zumindest eine Art von Tatsache Gleichbehandlung und Gleichberechtigung hat. Denn nicht jeder von uns hatte am Anfang die gleichen Startbedingungen und das muss anerkannt werden. Und ich glaube, bei diesen ganzen Argumenten zum Thema Rassismus kommt es natürlich auch darauf an, dass es Tatsache da keine Objektivität gibt oder objektive Meinung, denn jeder hat einfach subjektive Rassismuserfahrungen. Wir müssen einfach gucken, wo die gemeinsamen Schwierigkeiten liegen, um sie gemeinsam auch aufzufangen. Zum Beispiel strukturelle Dinge wie Asylrecht, die kann man durchaus angehen, oder Probleme in der Bürokratie, wenn etwas zu lange dauert, die kann man durchaus angehen. Das sind handfeste Sachen. Und das ist das, was ich sagen wollte. Voll gut. Also vielen, vielen Dank. Jetzt war
ganz viele, super viele Aspekte und so, wo man, denke ich, in die tägliche Arbeit einfließen lassen kann, auf viele Ideen und so. Jetzt gebe ich dem Dr. Bader trotzdem nochmal auf alle Fälle das Wort, als Gastgeber letztendlich. Wir haben jetzt eine Viertelstunde schon überschritten. Wie soll man weitermachen? Ja, dann komme ich jetzt zum Schlusswort. Obwohl die Diskussion ist, war jetzt echt spannend. Ich finde es auch gut, dass wir noch ein bisschen... Boris, willst du noch? Ich will dich nochmal schön unterbrechen, Pascal. Okay. Also erstens, ja, danke für die Einladung. Zweitens, sorry, ich bin gerade echt nebenbei. Jetzt kommen wieder irgendwelche Ticker-Meldungen, was alles irgendwie ich nicht weiß über Tübingen. Sehr nervig. Ich muss mir jetzt ausklingen. Aber drittens, danke für die Einladung. Und ich bedauere sehr, dass Ramazan Selçuk nicht mehr dem Landtag angehört. Wir haben jetzt gerade wieder erlebt, warum er dann so bereichernder Reutlinger Abgeordneter gewesen ist. Dass Tübingen den Abgeordneten jetzt bekommt, ist für uns schön, aber ich bedauere das sehr, dass er selbst schon nicht mehr dabei sein kann. Und das weiße Schlusswort höre ich schon gar nicht mehr an, sondern wünsche euch alles Gute in Kirchheim, ja? Entschuldigung. Alles gut. Das wird das weiße Schlusswort. Ja, ist schon ein Type. Gut, ich bedanke mich ganz herzlich. Ist es eine Wortmeldung noch dabei? Ja, also wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich noch ein Statement loswerden wollen, ja, weil ich den für wichtig erachte. Sie hatten im Vorfeld, beziehungsweise ich habe ja am Nachmittag die Unterlagen bekommen, noch die Überschrift gehabt in Bezug auf Kriminalität von Migrantinnen. Und ich will darauf kurz einen Bezug nehmen, weil mir das wichtig ist. Nicht die Kriminalität von Migrantinnen, sondern dass das als eine Überschrift benutzt wird. Ich möchte einfach da sensibilisieren, dass die Art der Überschriften, der Fragestellungen schon zu einer Pauschalisierung, zu einer Isolation und Diskriminierung führen manchmal. Auch wenn wir jetzt sehr verschiedene Positionen hatten. Und ich möchte damit sagen, dass Diskriminierung oft auch mit Sprache beginnt. Und das erleben wir tagtäglich mit, das darf man ja wohl noch sagen, etc. Das wollte ich einfach in dieser Runde nochmal loswerden. Wir können schon sensibler, glaube ich, kommunizieren, vor allem als Verantwortungsträger in der Politik und versuchen eben nicht zu spalten, sondern zusammenzubringen durch die Sprache, weil vieles fängt mit der Sprache an. Damit meine ich aber jetzt nicht, ich bin nicht so tief drin. Ich weiß zum Beispiel auch, ich mache ein Beispiel. Wir haben auch internationale Tage gegen Rassismus. Ich hatte eine Praktikantin von Komma da. Vielleicht ist Ihnen das ein Begriff, Komma in Esslingen. Und die Praktikantin hat mich interviewt. Und ich habe mein Statement, bin ich losgeworden für ein Video und habe dann ein Beispiel gegeben, dunkelhäutige Menschen. Ja, also ich habe nicht nachgedacht. Aber sie hat das übernommen, weil sie das gut fand. Und dann wurde sie aber von einer professionellen Beraterin zurückgepfiffen, so dass sie sehr demotiviert war, weil sie gesagt hat, das geht nicht, man muss People of Color sagen. Ja? Also, dass das gar nicht geht und so. Und ich möchte einfach nur, das war eine Person, ich will das nicht pauschalisieren, ich will damit nur Folgendes sagen. Ich bin für die sensible Kommunikation, aber wir müssen aufpassen, dürfen das Ziel nicht vor den Augen verlieren und immer uns, glaube ich, vergegenwärtigen, welche Verhaltensweisen sind vielleicht nicht pragmatisch, sondern gehen vielleicht in eine Richtung, die eventuell auch die Sache, dieses Thema der Gleichberechtigung manchmal in der Debatte zurückwerfen können. Ich wollte einfach so, vielleicht auch, dass man dann das nicht mehr sagen darf und das. Und die Leute, wir müssen die Menschen mitnehmen, darum geht es mir. Ich will nicht, dass dieses Thema ein elitäres Thema wird, wo wir fachsimpeln und die Mehrheit gar nicht mitgenommen wird. Darum ging es mir und deswegen wollte ich noch das als Statement loswerden. Entschuldigung, wenn ich jetzt Ihre Zeit nochmal zusätzlich in Anspruch genommen habe. Nein, aber es gibt noch eine Wortmeldung von Karimal Buledi. Also zum Thema Mehrheitsgesellschaft und die Mehrheit muss mitgenommen werden. Ich verstehe natürlich, dass es wichtig ist, dass die Leute an Veränderungen, also dass ihnen Veränderungen nahegebracht werden auf eine Art und Weise, die ihnen selber nicht wehtut. Aber es ist natürlich dabei einfach auch wichtig zu erkennen, dass viele Dinge,
die in unserer Gesellschaft heute für selbstverständlich galten, waren es vor 100 Jahren einfach nicht. Frauenwahlrecht waren es nicht, Rechte der Frauen waren es nicht, Asylrecht war es nicht oder das Recht, Asyl genießen zu können, das in den 80ern nochmal geändert worden ist. Das Ding ist einfach, dass viele Veränderungen manchmal auch Konflikte mit sich bringen. Wir gehen immer davon aus, dass Konflikte automatisch schlecht sind. Das müssen sie nicht immer sein. Weil Konflikte heißen nur, dass es vielleicht ein Problem gibt zwischen zwei Realitäten, die aufeinandertreffen und dann eine Lösung gefunden werden muss. Manchmal muss es Konflikte auch geben. Und damit es überhaupt einen Weg in die Zukunft gibt, deswegen wäre es auch wichtig, dass manchmal, auch wenn Sachen unangenehm sind, die angesprochen werden. Wir versuchen zum Beispiel nicht durch Sprache Leuten wegzunehmen, ja, man darf nicht mehr Indianerhäuptling sagen. Wir versuchen zu sagen, okay, das ist ein Teil deiner Kindheit, aber hör mal, es gibt viele indigene Bevölkerungen, die haben gelitten und die leiden bis heute noch und die finden, dass es kein gutes Wort ist. Vielleicht sollten wir ihnen auch mal zuhören, weil sie sehr stark darunter gelitten haben. Ich glaube, es ist auch ein Ding, ein Maß des Respektes und der Empathie, einfach ein Ding, die Menschenwürde angeht, auch anderen Menschen, deren Würde es betrifft, einfach anzuhören. Das ist alles. Mhm. Doch, bin schon laut. Ganz herzlichen Dank für die Beiträge und Statements. Ist ja doch nochmal eine hitzige Diskussion dann geworden. Aber ist auch schön, finde ich. Man muss sich auch nicht immer einig sein. Es kann unterschiedliche Auffassungen zum Weg geben. Ich glaube, der Boris Palmer hat es schön gesagt, vielleicht sind wir uns im Weg nicht einig, aber beim Ziel sind wir uns einig und das Ziel ist ganz klar vorgegeben. Fand es schön, Herr Beirach, da Sie haben gesagt, unsere Aufgabe ist es nicht zu spalten, sondern die Bevölkerung zu einem Grad, wenn man in verantwortlicher Position ist in unseren Kommunen, das ist ganz wichtig, dass wir uns dessen immer bewusst sind. Es gab in jüngster Zeit auch an wichtigen Positionen Menschen, die eher gespalten haben als zu einen. Und zu einen bedeutet auch, das Thema Rassismus anzugehen. Und von daher spreche ich auch immer bei uns von unserer Moschee in Kirchheim. Das ist nicht eure Moschee, sondern es ist unsere Moschee, die Moschee der Stadt. Und für mich ist das auch ein Zeichen der Wertschätzung und dass wir zusammengehören in unserer Stadt. Ganz herzlichen Dank an Sie alle, an die Diskutanten, an die Zuhörer. Wir können mit so einer Diskussionsrunde natürlich nicht das Thema umfassend betrachten, Probleme lösen auch nicht, aber wir können nochmal Impulse geben, das Thema Rassismus ins Bewusstsein bringen und genau das ist ja auch Aufgabe der Wochen gegen Rassismus. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken, auch bei den Organisationen, die Wochen gegen Rassismus unterstützen. Buffet, Die Linde, Brückenhaus, Bipart und die Bruderhausdiakonie. Alles gesellschaftliche Akteure in Kirchheim, die sich gegen Rassismus engagieren. Dafür nochmal herzlichen Dank und Ihnen einen schönen Abend. Danke Ihnen auch und liebe Grüße an meine alte Heimat Kirchheim-Unterteck. Sind angekommen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.